Fesselt ihn und bringt ihn in das Haus da. Ihr seht, Mr. Shatterhand, aber Colonel Brinkley ist dabei behandelt. Du verdammte Rothacko! Ich spiele den Colonel Brinkley. Ich habe die Rolle bekommen, weil der Fred ja leider nicht mehr da ist, weil der ja leider im Himmel oben ist jetzt zurzeit. Und da habe ich einen Anruf bekommen von einem Freund, den Helmut Urban. Der spielt hier den Old Shatterhand. Das ist ein Freund von mir aus Österreich. Mit dem habe ich schon auch ein paar Mal gespielt in Österreich bei einer anderen Karl-May-Bühne. Ja, und er hat gesagt, Mensch, wir brauchen unbedingt jemand. Hast du nicht Lust, die Rolle zu besetzen? Und ich habe da gar nicht lange überlegt und ziemlich spontan auch zugesagt und habe es nicht bereut. Und ich muss dem ganzen Team ein Kompliment geben. Hier herrscht eine unwahrscheinliche große Herzlichkeit und eine große Leidenschaft. Und das sind alles super Leute. Also da auf, ich lasse auf keinen da irgendwie da was Negatives kommen. Also die sind alle super, Jürgen. Mir hat das, wie gesagt, ich hab das genossen hier. Ich habe ja schon viele Freilichtbühnen auf meinem Buckel. Also die Bühne, die strahlt sehr viel Charme und sehr viel Flair aus. Die Zuschauer, die sind brandnah dabei. Die sehen jede Mimik von den Kollegen, von den Schauspielern. Und das macht diesen Reiz auch dieser Bühne aus. Und das Engagement dieser Leute. Ich bin ja auch ein Typ, sagen wir mal, ich mag ja Pferde, ich mag auch die ganze Karl-May-Szene. Ich habe ja schon andere Sachen gespielt, Störtebäcker oder Piraten oder auch andere so Comedy-Sachen und so. Und Karl-May ist eigentlich so mein Hauptfavorit auf den Freilichtbühnen.